Ich hüpfe immer noch, wenn ich allein spazieren gehe. Dann denke ich an diesen Jungen, einsam auf der Kinderstation. Wie lange wir einander schon begleiten, ich und dieser Junge, der an Weihnachten 1978 seine Mutter verlor. Die so gut zu mir war, wenn sie mich im Krankenhaus besuchte. Wenn sie nicht kam, drückte ich aus Langeweile auf die Klingel neben dem Krankenbett, um zu testen, ob jemand Zeit hätte, sich eine Weile zu mir zu setzen und mich zu streicheln wie Mama. Manchmal übernahmen das die Krankenschwestern auf meiner Station. Aber wenn ich zu oft klingelte oder Gegenstände auf den Boden schmiss, um Aufmerksamkeit zu erlangen, wurden sie sauer. Ich weiß noch, wie oft ich in mein Kissen weinte und das beleuchtete Kreuz auf der Hallgrimskirche anschaute und an Gott dachte. Papa hatte dieses Kreuz immer verflucht und uns gesagt, es sei dummes Gewäsch, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er wurde gepfählt, sagte er zu einer Krankenschwester, die nur den Kopf schüttelte. Papa wollte erklären, dass die Römer Verbrecher gekreuzigt, die Juden sie aber gepfählt hätten. Sehen Sie mal, Jesus wurde von Juden getötet, belehrte Papa die Krankenschwester, die wirklich schwer von Begriff war, die sich nicht für die Bibel interessierte, obwohl sie behauptete, sie gehe in die Kirche und habe ihren kindlichen Glauben behalten. Kindlicher Glaube, schnaubte Papa aufgebracht. Wenn er hätte fluchen dürfen, hätte er bestimmt geflucht. Denn für ihn gab es nichts Verwerflicheres als kindlichen Glauben. Man lügt den Kindern irgendeinen Schwachsinn vor, sagte er. Und fragte die Krankenschwester dann, ob sie etwa auch eine Pistole um den Hals tragen würde, falls sich herausstellen sollte, dass Jesus erschossen worden war. Sie griff nach ihrer Halskette, ihrem Kreuz, und entgegnete, Jesus sei vor circa 1940 Jahren gekreuzigt worden. Da habe es noch keine Pistolen gegeben. Dann blinzelte sie mir lächelnd zu und ging aus dem Raum.